Unser Jahresrückblick 2017 beginnt mit einem großen Zeitsprung, nämlich bis in die Steinzeit. Im Januar kam Stonies als App in den Play Store. In diesem Survival-Game durchleben die Spieler die erste Epoche der Menschheitsgeschichte und bauen ihre eigene Zivilisation auf. Auf dem Tagesplan stehen Jagen, Sammeln, Erfinden, eben alles, was das Höhlenmenschenherz so begehrt. Das Spiel erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Im Februar wurde es dann zappenduster, zumindest in My Free Farm 2, denn dort stellten wir ein neues großes Feature vor, den Nachtmodus. Steuerbar durch den Leuchtturm können User die Sonne jetzt untergehen lassen und haben dann die Möglichkeit, spezielle Nachtgewächse anzupflanzen. Wie wär's zum Beispiel mit ein paar Auberginen? Schon vorher hatte die Farmsimulation eine dynamische Umgebung, Sonne, Regen, Schnee und jetzt eben auch die Nacht. Ein Grund zum Feiern ist im April das 10-jährige Jubiläum von Carpi Regnum. Das Aufbauspiel im Mittelalter-Setting ist damit ein echter Upias-Klassiker. Der Spieler muss geschickt mit Rohstoffen handeln und baut nach und nach sein eigenes Dorf auf. Grafisch ist Carpi Regnum übrigens eine Hommage an das Stadtbild Bambergs inklusive Dom. Auch heute noch werden zahlreiche User vom Leibeigenen zum Kurfürsten. In diesem Sinne, gehabet euch wohl, spielendes Volk! 2017 verging wahnsinnig schnell, man kann schon sagen im Galopp. Denn einer der Meilensteine war der Release von Horse Farm im Mai. Hier können die Spieler ihre eigenen Reitställe aufbauen und das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde auskosten, wie es so schön heißt. Damit setzten wir scheinbar auf das richtige Pferd, denn der virtuelle Reiterhof kam richtig gut an. Bis Dezember hatten schon über 1 Million User aufgesattelt. Unglaublich, am 18. Mai haben wir einen gigantischen Meilenstein erreicht. Und ihr habt's möglich gemacht. 100 Millionen registrierte Spieler bei Upias. Und es werden jeden Tag mehr. Das sind so viele Nullen, uns hätten bei der Feier fast die Luftballons nicht gereicht. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an unsere wachsende Community. Wir geben unser Bestes, damit ihr auch in Zukunft Freude an unseren Games habt. Kaum hatte sich die Euphorie über die hohe Userzahl wieder gelegt, kam gleich der nächste Grund zur Freude. Das Wirtschaftsmagazin Focus Money verlieh uns im Juli die Auszeichnung Kundenliebling 2017 in Gold. Damit gehören wir zu den beliebtesten Marken im Bereich PC und Browser Games. Für uns war das eine Bestätigung unserer Arbeit und natürlich ein Ansporn, den hohen Standard aufrechtzuerhalten. Seit September gibt es sie schon, die fantastische App Upias Wonderland. Mit ihr tauchen die User ein in eine Fantasiewelt, voll mit skurrilen Figuren und Tieren. Da wäre zum Beispiel das Heavy Metal Schaf und das produziert, wie sollte es anders sein, Stahlwolle. In diesem Adventure-Spiel geht es darum, das Geschwisterchen der Spielfigur zu retten, indem man knifflige Quests und Rätsel löst. Dass unsere Azubis eine Spitzenarbeit leisten, ist uns natürlich klar. Erst im November wurde das mal wieder ganz deutlich. Zusammen mit dem Dienstenhofer Gymnasium in Bamberg und der Uni Bayreuth entwickeln die Upias-Azubis Fabian und Julian ein Lernprogramm für den Chemieunterricht, den sogenannten Edelgasinator. Mit dieser App können Schüler spielerisch lernen, Ionengleichungen aufzustellen. Und die ist so gut, dass sie beim bundesweiten Wettbewerb Schule Wirtschaft, das hat Potenzial, gleich mal einen Preis im Bereich digitale Bildung abräumt. Glückwunsch an unsere beiden Nachwuchsprogrammierer und weiter so. Gegen Ende des Jahres gab es gleich zwei Neuheiten aus dem Hause Upias. Zum einen ging im November der Upias Playground an den Start. Das ist ein spezieller Browser, mit dem unsere User die wichtigsten Upias-Spiele entspannt genießen können. Immer wieder kommt es nämlich in gängigen Browsern zu Problemen mit dem Flash-Player. Der Playground soll da Abhilfe schaffen und belohnt unsere Spieler sogar mit gratis Upias-Punkten. Die kann man dann gegen Premium-Währung eintauschen. Außerdem sind wir seit Ende November erstmals auf der Spieleplattform Steam vertreten. My Free Zoo machte den Anfang, bald werden weitere Titel folgen.